Ey Leute, was geht? Ich habe heute noch das Video für euch und heute geht es mal wieder um eine richtig schöne SBC-Karte. Es geht um den lieben Korea als Moments-Karte. Die sollte ja eigentlich am Dienstagabend rauskommen, kam dann tatsächlich erst Mittwochmittag raus. Also Props zu EA für die Leistung mal wieder. Aber an sich die Karte für ungefähr 300.000 Coins auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Für 300.000 Coins kann man sich natürlich den ein oder anderen Spieler kaufen, der dann vielleicht mindestens genauso gut wird von den Stats her. Aber vielleicht ist die Karte ja aufgrund des Bodytyps und allem anderen ja unglaublich cracked. Ich habe Korea am Anfang des Jahres in meinem Starterteam gespielt und da hat er mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dementsprechend habe ich da große Hoffnung an den Mann. Er hat 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, hoch-niedrig Arbeitsraten, ist 1,71 groß. Also da auf jeden Fall die Größe sehr, sehr nice. Kann man schon ahnen, dass er sich sehr beweglich anfühlen wird, weil er einfach nicht so groß ist und weil er dementsprechend auch sehr schnell sein wird. Die Stats an sich auch sehr stark. Also wir sehen es hier direkt mit 94 Tempo, 95 Antritt, 94 Sprintgeschwindigkeit. Der Schuss auch super, 3x97, dann 1x99 Weitschüsse und 92 Volleys. Die Elfmeter kann man in die Tonne treten, also würde ich auf jeden Fall mit ihm nicht machen. Der Passenstat auch für einen Stürmer ganz, ganz gut. 94 Übersicht und 94 kurzer Pass, da auf jeden Fall die Highlights, dann mit 95 Effe noch. Und Flanken und langer Pass ist auch für einen Stürmer absolut okay. Und das Highlight bei der Karte wirklich das Dribbling mit 96 Dribbling, 98 Beweglichkeit, 96 Ballons, 92 Reaktion, 95 Ballkontrolle, 96 Dribbling und 95 Ruhe. Sehr, sehr stark. Dann 79 Kopfballpräzision muss man, glaube ich, gar nicht beachten. Also der Mann ist 1,71 groß. Ich denke, da wird es nicht so viel geben, was die Kopfballgefahr angeht. Aber auch die Physis mit 78 Stärke ist da natürlich auch jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Dementsprechend kann man da ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber an sich eine richtig starke Karte. Man könnte erwarten, dass der auf jeden Fall beweglich sein wird, dass der schnell sein wird und dass der auf jeden Fall auch gut im 16er alles reinmachen wird und dementsprechend gucken wir einfach mal, er hat noch Flair, was er denn so in-game gemacht hat. Ich habe ihn natürlich jetzt hier mit Modric getauscht in-game und als Stürmer gespielt und dann habe ich so dieses Team mal spielen lassen und er hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen, das kann ich schon mal sagen, aber ich glaube, ich zeige euch einfach mal wieso. Ja, also wie schon gesagt, ich glaube, bei Korea wird niemand erwarten, dass der jetzt hier jeden Zweikampf gewinnt. Ich glaube, da seid ihr auch dann beim falschen Spieler, wenn ihr das glaubt. Aber er hat auf jeden Fall genug Dribbling, um sich aus jedem Zweikampf so irgendwie rauszuziehen. Ihr habt es hier gesehen, der war direkt an einem Gegenspieler dran, konnte einfach schießen und der ging dann noch rein. Das liegt halt tatsächlich auch an der Beweglichkeit und am Dribbling, was ich wirklich sehr, sehr nice finde. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr auch sehr, sehr stark. Aber auch hier die Longshots außerhalb der 16er ist sehr, sehr nice. Kann man auf jeden Fall machen. Der EC-Wert auch ja schön hoch, habt ihr ja gesehen. Sehr gut. Und da hat man auch so ein bisschen die Highlights gefunden. Also das Dribbling und der Schuss, wirklich sehr cool. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der Bodytyp ist sehr, sehr stark. Also unglaublich beweglicher Bodytyp und fühlt sich sehr schnell an. Sehr gut. Aber auch der Schuss, der hat, wie gesagt, schon unglaublich gutes Highlight. Aus dem 16er gefährlich, außerhalb des 16ers noch gefährlich. Und ich würde einfach mal sagen, im 16er macht er eigentlich alles rein. Ihr habt sie gesehen. Der kann sich mit seinem Dribbling gut an den Abwehrspielern so vorbeisetzen. Und dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich für den Torwart. Oder generell geht er eigentlich ziemlich oft rein. Ihr habt es jetzt hier gesehen, der ist aber nicht reingegangen. Aber direkt Bale war da, um da abzustauben, was ich wirklich sehr nice fand. Aber hier sieht man nochmal dieses Dribbling, was ich so unglaublich gut fand. Also der Mann ist einfach beweglich im 16er, kann er sich einfach nach hinten drehen und die Spieler kommen nicht mit und der ist dann alleine vom Tor, kann einfach reinmachen. Wo wir gerade bei reinmachen sind, keine Ahnung, wie das reingegangen ist. Aber an sich wirklich eine sehr, sehr bewegliche Karte, eine sehr, sehr starke Karte. Aber ich habe so manchmal auch das Gefühl, dass wir diesen Spieler schon irgendwie 10-mal gesehen haben. Also so einen ähnlichen Spieler hatte ich schon 1000-mal und ich sage auch ganz ehrlich, ich hatte ja letztens den Adama Traoré getestet. Der war genauso, nur dass er halt dann noch stark war und das ist so ein bisschen komisch, weil an sich ist Korea eine unglaublich gute Karte, aber wir haben halt einfach schon ungefähr 10 Spieler, die genauso sind wie Korea. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch mal 300.000 Coins für eine untauschbare Karte am Ende des FIFAs ausgeben sollte. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr ihn habt, aber ich denke, es gibt da durchaus Optionen, die billiger sind und dann vielleicht auch noch mal ein Stück besser sind, wie zum Beispiel der Adama Traoré. Der dann auch nochmal diese Physis hat, die dann da noch weiterhelfen kann, obwohl es derselbe Bodytyp ist, also da auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber an sich Korea, wie gesagt, eine starke Karte, das Tempo ist super, der Schuss ist unglaublich stark, Dribbling ist perfekt, ich glaube, das kann man eigentlich nicht toppen. Passenstat auch super, er hat ein paar Mal Vorlagen gemacht, er hat seine eigenen Tore mit eingeleitet, fand ich sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Fazit rein und ich erkläre euch mal genau, was ich damit meine. Ja, also wie schon gesagt, 300.000 Coins für Korea auf jeden Fall erstmal ein Preis, den man bezahlen muss. Es gibt halt tatsächlich den ein oder anderen Spieler, der sehr ähnlich ist zu Korea, wie ich das schon angedeutet habe. Der dann vielleicht nochmal ein Stück besser ist oder der halt genauso gut ist. Ich werde euch hier mal ein paar einblenden. Das sind einfach so Spieler, wo ich finde, okay, die sind genauso gut, die kann man genauso gut stattdessen spielen. Und da muss man jetzt keine SBC abschließen, um den zu bekommen. Und die sind halt tatsächlich auch einfach billiger oder halt genauso viel oder halt vielleicht ein bisschen mehr. Und da würde ich halt erstmal mein Augenmerk drauf legen. Gerade ja auch, weil es in der La Liga ja schon den ein oder anderen Spieler gibt, der darauf zutrifft. Dementsprechend, wenn ihr Korea machen wollt, dann macht ihn. Er ist auf jeden Fall eine gute Karte, aber habt im Kopf, es gibt tatsächlich auch einfach Spieler, die schon genauso gut sind wie er. Es gibt diesen Spielertyp, den wir haben bei Korea,
diese Kartenstats, die gibt es einfach schon ein paar Mal. Und ich weiß nicht, ob es sich da wirklich lohnt, jetzt noch die SPC zu machen. Gerade jetzt auch am Ende des Jahres, wo ja auch die Footies bald rauskommen, die ja auch sehr viel SPC-Futter brauchen. Und da wäre es vielleicht schlauer, einfach mal so eine SPC zu machen, anstatt jetzt die von Korea. Dementsprechend, ich würde sagen, qualitätstechnisch bekommt er von mir eine 9 von 10. Er wäre immer noch eine richtig gute Karte, top. Aber preis-leistungstechnisch bekommt er von mir eine 5 von 10. Ich glaube, es gibt diesen Spieler schon mehrmals in diesem Spiel. Gerade was einfach die Stats angeht, was den Bodytyp angeht und diese Kombination. Ich denke, da haben wir schon einfach sehr viele Spieler, die das schon so vereinen. Und ich denke, Korea ist da einfach nur einer von vielen. An sich aber eine unglaublich gute Karte. Und wenn ihr den machen wollt, wenn ihr den braucht für irgendwelche Links, dann macht ihr da auf jeden Fall nichts mit falsch. Ist eine sehr starke Karte, die man auf jeden Fall spielen kann und die den Job auch erledigen wird. Aber es gibt ihn halt schon in verschiedenen Ausführungen, sage ich einfach mal hier direkt der Luis Suarez, den habt ihr eben auch gesehen. Foot Birthday Luis Suarez, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsstürmer. Auf jeden Fall auf dem Level von einem Korea und weiß ich nicht, ob ich da den Korea wirklich vorziehen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar eher den Suarez nehmen. Wie gesagt, nichts gegen Korea, aber da ist einfach ein Suarez billiger und auch besser. Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kurz geht raus, danke fürs Zuschauen.